aufeinander zugehen. Andreas Babler hat erzählt, dass Sie nach der Entscheidung gestern ihn nicht angerufen hätten. Wäre das nicht ein gescheiter erster Schritt gewesen? Bei also ich habe nicht gewusst, dass es irgendwo Verpflichtungen gibt, sich gegenseitig anzurufen. Verpflichtungen nicht, aber Sie wollen ja ihn und seine Anhänger gewinnen. Wir haben durchaus auch ein interessantes Gespräch geführt. Servus Andi, du Arschloch, ich komme eh schon, du Volltrottel.